Willkommen zurück zum Let's Play Projekt zu World of Warships Part Nummer 11 mit unserer wunderschönen Miyogi. Verzeiht's mir, wenn ich falsch ausspreche, aber na, ich bin nicht so gut in der Aussprache von Schiffnamen. Also Kawachi geht noch und Chikuma, Katori und die, oh Gott, Eri. Ist halt ein japanisches Schiff drum, weiß ich nicht ganz genau, wie es ausgesprochen wird, aber wir gucken uns jetzt mal hier eben die Module an von dem schönen Schiff, und zwar um hier überhaupt mal an die wunderschönen, ja, Schiffskanönchen, Schiffswaffen ranzukommen, müssen wir erstmal die Hülle verbessern. Das kostet uns 1000 Erfahrung, wir haben 644 dank des letzten Matches. Das bedeutet, unser Ziel ist es heute, im ersten Match knapp 400 zu machen. Ich bete, dass es klappt. Mal gucken. So, ein kleiner Tipp von mir, falls ihr es noch nicht wisst, beziehungsweise falls ich es noch nicht gesagt habe. Ihr könnt in dieser, bevor das Spiel startet, in diesen, also jetzt zum Beispiel, in diesen Sekunden, die dann abgezählt werden, könnt ihr schon mal euer Schiff nach links ausrichten, indem ihr die A-Taste gedrückt haltet. Dann geht das, dann steuert das Schiff schon gleich am Anfang nach links weg, beziehungsweise nach rechts. Und ihr könnt auch schon mal eure Engine starten, beziehungsweise eben aufs Gaspedal gehen und da dann schon mal anklicken. Das Ding fahren soll. Die Kongo kann anscheinend bis da nach hinten schießen. Aber trifft anscheinend jetzt gerade mal gar nichts. So sieht's aus. Nein. Das wird nicht treffen. Oh fuck. Ich habe ihn gerettet. Ich bin gerade schon auf Zurücksetzen. Ich hoffe, ich treffe die Kongo. Irgendwie. Das ist eben das, wenn man sich nur aufs Schießen konzentriert. Oha. Mega gut. Mal einmal getroffen. Das Ziel ist es natürlich jetzt erstmal, das Schiff auszuschalten hier. Obwohl mir diese Chikuma hier auch schon mal schön auf den Sack geht. Oh, der Damage ist schön, leck mich am Arsch. Der ist mega cool. Ja, wir stehen hier erstmal ein bisschen rum und verteilen Damage. So. Momentan kann ich leider nicht mehr machen. Das war ganz schön Gas.
Das gute Schiff. Oh mein Gott. Das hat jetzt schon was mit Lack zu tun, ey. Wie oft ich... Eieiei. Naja. Was soll's. Ja, die Chance haben wir auf jeden Fall, das noch zu treffen. Das steht außer Frage. Ah, die Phoenix, die geht aber... Oh mein Gott. Gerade mal. Das Schießen muss ich echt noch ein bisschen üben. Weil die Flugrichtung ist, kommt mir hier bei den Schiffen mit langer Nachladezeit irgendwie komplett anders vor. Lol, zwei Schiffe von uns sind schon versenkt worden. Sand. Oh shit, rausgetappt. Das ist natürlich gar nicht gut. St. Louis muss natürlich auseinandergenommen werden. Mal gucken. Ja. Der hat gar nicht getroffen. Das ist natürlich nicht so gut. Mal gucken. Ja, das gibt's nicht. Das wird auf jeden Fall ein Lose werden. Er schießt. Alter. Lol. Lol, was ist mit dem Schuss jetzt los? Also das Schiff ist unter Feuer. Also unter Feuer, nicht unter unserem Feuer, sondern... Ja, wow. Alter, ist das bad. Okay, die Kongo. Die könnten mir leicht zum Verhängnis werden. So ganz, ganz leicht. Die Waffen sind, glaube ich, nicht auf mich ausgerichtet, auf uns. So, mal gucken. Sehr gut. Na gut, treffen tun sie ja. Das sieht gut aus. Ich glaube, das wird gibt volle Breitseite. Drei Target-Hits. Ja, vom Gegner lebt noch viel zu viel. Das. Ist leider ein bisschen zu blöd jetzt gelaufen. Einmal getroffen. Das Schiff verpisst sich aber auch nicht. Finde ich gut.
Was leckt denn das so rum? Ja, das wird kein Volltreffer. Komplett im Gegenteil. Gerade mal zweimal getroffen. Oh, schade. So langsam zurücksetzen, bitte. Nee, Quatsch. Natürlich voll nach vorne. Hauptsache noch mal schießen drauf. Oh shit, die nehmen das ein. Ja, aber wenigstens hat unser Schiff jetzt nicht, ist unser Schiff nicht draufgegangen. Da kann man nichts machen. Die stehen alle mit ihren Männern da drin. Leck mich am Arsch. Gerade mal 260 bekommen. Tja. Gucken wir mal mit dem Dule an. Guck mal, die können wir uns leisten. Research. Yes. Yes, kaufen wir auch gleich. Das researchen wir auch gleich. Und kaufen wir auch gleich. So, jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen was dazu bekommen. Und damit starten wir gleich mal ins nächste Match. Ich bin gespannt. Letzte Part war 20 Minuten lang, glaube ich. Den lade ich gerade hoch. Und der Part, der für euch heute kommt, den habe ich jetzt gestern aufgenommen, also am Samstag. Weil Samstag und Sonntag sind immer so schöne Zeiten. Keine Schule. Perfekt. Zum Aufnehmen. Und Internetprobleme habe ich momentan auch nicht. Also gerade. Und wir werden sterben. Wenn ich wieder das sehe, Alter. Epischstes Gegnerteam ever. Aus unserer Sicht. Sieht irgendwie alles echt anders da aus, oder? Oh ne, wahrscheinlich ist es einfach nur so schön hell, im Gegensatz zum letzten Mal, wo alles schwarz war, weil wir so oft drauf gegangen sind. So, die Kanonen konnten schon mal auf die Seite gehen. Ein kleiner Trick, wenn ihr die Kanonen auf die Seite bringen wollt, dann haltet einfach die rechte Maustaste gedrückt. Also quasi, ihr... Wo ihr jetzt seid und wenn ihr jetzt rechte Maustaste drückt, bewegen sich die Geschütze trotzdem noch dahin, wie ihr sehen könnt. Jetzt richten sich noch die beiden hinteren aus, 2 und 3. Und jetzt sind sie alle ausgerichtet. Wenn wir jetzt Leertaste loslassen, alle da. Fuso.
Muss natürlich mal gucken. Wie sieht denn das hier alles aus? So. Wo sind die denn? Da kommen doch bestimmt welche. Kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass da keine kommen? Na komm, stopp jetzt runter. Na komm! Ey, jetzt mal ganz im Ernst. Einmal warte ich jetzt natürlich auf meine anderen Kollegas, aber. Naja. Warum denn? Da ist ein Schiff. Da hinten irgendwie. Sieht man auf der Map gerade nicht. Das ist noch eins. Ich glaube, da ist eins. Okay. Oh. Dann starten wir mal den Fight, wa? Gut aus. Man hat noch kein Damage bekommen. Ist ja noch hammerweit weg. Ah, shit! Ich tapp die ganze Zeit raus. Da ist so ein kleines Schiff. Wie viel Damage macht man die? Und dafür hätte er auch treffen müssen. Kein Problem, ich repariere einfach, mein Freund. Das ist eine Aoba. Das ist ein VI-Schiff, okay? Echt Damage. So, wir wurden ein bisschen repariert. So, Fuso. Das könnte übel werden. Alter. Da muss ich auf jeden Fall ausweichen. Oh. Was? Ach, chill. Oh, Quatsch, Alter. Als ob der mich treffen würde hier. So. Ein Schuss, zwei Schuss, drei Schuss. Der macht zu viel Damage. Die Fuso macht zu viel Damage. Was mache ich denn falsch? Das ist sogar meine größte Frage. Boah, habe ich wieder einmal voll gegen das. Ne, hab ich nicht. Komm, drehe dich. Jetzt kriegst du uns auch noch gleich ins Gesicht, Alter. Wow, und er dreht sich.
Gut, das war guter Damage. Oh mein Gott, Alter. Wir müssen ganz schnell drehen. Wir nehmen einfach die gegnerische. Ja, wir machen einfach das, was sie machen, wa? Okay, drehen wir mal, wa? Versuchen wir mal zu drehen. Es tut mir leid, wenn ich ab und zu mal gar nichts sag, ja, aber da bin ich einfach nur mega konzentriert. Was alles auf der Karte abgeht gerade. Du wirst wohl schaffen. Da habe ich ganz, ganz festes Vertrauen in dich. Enemy Cruiser destroyed. Ich habe vergessen, D zu drücken. Scheiße. Ich hoffe, wir rushen da jetzt nicht voll in die Wand rein. Wir müssen jetzt unseren Teammates helfen. Verstehe die Logik nicht von den, Geschossen. Helf doch mal mit, Alter. Ich verstehe nicht, was daran so schwer ist. Ich verliere jetzt mal wieder das Match, weil mein Team nicht checkt, dass die mal mit nach hinten müssen. Trifft. Wow. Boah, leck mich am Arsch. 4 versus 4. Shit. Leute, ich hol Zeit für euch raus. Macht was draus. Oh shit, ist es nicht euer Ernst? Wow. Wow. Ey, wenn jetzt schon wieder mein Internet ausgefallen ist, war dann... Da. Und da seht ihr den Grund, warum ich mein Leben aufs Übelste... Ja,